0 zu 0, 0 zu 0, zwei Ergebnisse in der Liga. Das kann besser werden und das muss auch besser werden. Jetzt gegen Magdeburg. Ich nehme mal das. Oder wir nehmen unser Auswärtstrikot und hier. Wo, ja, mach jetzt nicht. Mach keinen großen Unterschied hier. Hauptsache, wir machen das nicht so. Das wäre natürlich sehr doof. So, das müsste ausreichen. Wir gucken einmal nach. Wie fit sind die Spieler? Ja, oh, würde ich einmal auswechseln. Der hat sich ja eigentlich verletzt im letzten Spiel. Und ich sehe gerade, Wagner ist wieder fit. Und das nutzen wir natürlich. Wagner kommt rein. Nee, das lasse ich hier vorne. Leugas. Oh, warte, was mache ich denn jetzt? Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Leugas einmal raus. Und dafür würde ich gerne Ballmert einmal einsetzen. Und sonst so ist, glaube ich, alles in Ordnung. Den neuen Keeper würde ich auch gerne mal testen. Aber dieser Torhüter, den wir jetzt gerade drin haben, der hat so zwei Spiele uns quasi gerettet. 2x2:0. Ist natürlich super. Innenverteidiger könnte ich mal ein paar andere einsetzen. Weil die sind ja ein bisschen angeschlagen, wie man hier sieht. Die Leiste ist nicht komplett voll. Daher kann man das ruhig mal machen. Jetzt habe ich hier rechte Verteidigung. Da kommt er rein. Oder er hier. Er wollte nämlich unbedingt spielen im letzten Spiel. Das habe ich leider versäumt. Daher kriegt er jetzt die Möglichkeit. Ich werde ihn einsetzen. Und somit mögen die Spiele beginnen. Also, das beherrsche ich nicht. Dabei sah das doch ganz gut aus. Aber ich drücke das lieber weg, weil das ist nicht so mein Spezialgebiet quasi. Also, Blau gegen Blau. Eins ist sicher, eine blaue Mannschaft wird gewinnen. Und wir müssen clever spielen und ich hoffe, dass dieses Spiel nicht 0 zu 0 ausgeht. Das wäre eine mittelgroße Katastrophe. Extrem lang. Oh, Mist. Ballverlust. Da muss ich besser sein. Sonst erhalten wir jetzt den ersten Gegentreffer. Und das wollen wir möglichst meiden. Gut. Mehr oder weniger gut, denn diesen Ball habe ich nicht vernünftig angenommen. Auf Weltklasse tue ich mich gerade schwer. Aber man muss sich ja irgendwie überall reinfinden. Und das ist, denke ich, hier auch gerade genauso. Also. Nein, kein Durchkommen. Aber ich versuche es auch einfach zu einfach. Ich versuche einfach so durchzulaufen. Dabei müsste ich viel mehr abspielen. Und ja, so kann das leider nichts werden. Quasi mein Vorhaben. Und bisher steht es immer noch 0 zu 0, das Standardergebnis. Und hier die erste Tormöglichkeit für Magdeburg. Aber jetzt kommt Meppen, der neue Stürmer von Braunschweig, zu uns gewechselt. So, Außenstation. Und das war zu schwach. Den könnten wir nicht gewinnen, den Ball, aber na, dann doch nicht. Also vielleicht sollten wir doch wieder auf Profi stellen, damit die Ergebnisse wieder ein bisschen schöner werden. Weil auf Weltklasse bisher, ja, 0 zu 0 und 0 zu 0. Aber ich spiele auch nicht gut, weil ich einfach nicht so konzentriert bin. Das muss ich ändern.
Oder ich bin einfach schlecht. Eher das Zweite. Aber ich finde es hier auch gerade echt schwer, so... Ja, so... den Ball zu gewinnen. Das fand ich auf Profi einfacher. Das hätte auch ins Auge gehen können. So, mal ein Steilpass, der ankommt. Kann man dem Ball auch irgendwie entgegenkommen? Jetzt haben wir den Ball gewonnen. Und das könnte auch unsere Möglichkeit werden. Erster Saisontreffer, Fragezeichen. In diesem Spiel. Wäre das was? Oder Magdeburg, hast du was dagegen? Bestimmt. Der neue Stürmer konnte sich noch nicht zeigen. Seit dem letzten Spiel ist er ja auf dem Platz. Durchgehend. Okay, jetzt die Möglichkeit vielleicht. Nee, aber war, glaube ich, ganz gut gedacht. Und so eine kleine Annäherung ans Tor. Einfach mal von hier versuchen, oder was? Nee, ich kam gar nicht zum Abschluss. Also wenn ich jetzt dauerhaft 0:0 spiele, dann kriege ich einen Föhn. Torloses Remis, wer will denn das? Kommen die Leute ins Stadion hier und dann siehst du so etwas. Jetzt einfach mal drauf. Keine Ecke. Da hätte ich jetzt eher mit einer Ecke gerechnet. Aber da habe ich wohl falsch gerechnet. 35 Minuten und da steht immer noch 0:0. Obwohl, ja, ist eigentlich normal, aber ich habe wirklich Angst, dass es wieder 0:0 ausgeht. Das will ich nicht. Das kann ich nicht dulden. Und das war einfach, das sind zum Beispiel Momente, da, das ist einfach nur schwach. Einfach nur schwach, was ich da zeige. Aber vielleicht ist das gerade die pure Verzweiflung in mir. Wer weiß... Da stehe ich gerade zufällig richtig. Aber den Ball dann auch schon wieder verloren. Aber ich muss sagen, dass die Defensive das echt gut macht. Nur so im Sturm kriegen wir nichts hin. Wobei, in der letzten Folge hatten wir einen Pfostenschuss. Das hätte auch das 1:0 werden können. Da hatten wir etwas Pech. Komm, jetzt doch mal. Jetzt einfach mal schießen. Alter, wenn wir ein Tor schießen, dann springe ich auf. Dann springe ich auf hier. Vor Freude. Dann ist diese Tormisere endlich beendet. Wie gesagt, Magdeburg ist ein starker Gegner. Muss man dazu sagen. Die besiegt man, glaube ich, nicht so leicht. Und deshalb tun wir uns gerade auch schwer. Die werden auf jeden Fall oben mitspielen. Und jetzt steht es immer noch. Oder wieder einmal. 0:0 nach der Halbzeit. Und also, wenn dieses Spiel auch 0:0 endet, was machen wir dann? Nee, davon gehen wir mal nicht aus. Davon gehen wir nicht aus. Also, unspannend bisher. Was war das? Ich krieg das gerade nicht hin. Ich bin gerade unfähig, dieses Spiel zu spielen. Und ich glaube, das sage ich nicht zum ersten Mal. Komm, eine Möglichkeit müssen wir doch mal bekommen.
Oder müssen wir wieder wechseln? Wagner ist zum Beispiel wieder drin. Das ist ja eigentlich so ein Typ, der gerne mal Tore schießt. Das haben wir im Turnier gemerkt. Komm schon, ich weiß doch, dass ich Tore schießen kann. Es gelingt mir nur nicht. Weil ich ständig den Ball verpendle. Und so kann das ja auch gar nichts werden. Und das ist natürlich unschön. Und jetzt die Möglichkeit für Magdeburg. Aber der ging weit übers Tor. Sah aber ganz gefährlich aus. Muss man sagen. Endlich mal ein Tor. Das wäre doch mal schön. Eine kleine Krise hier. Einwurf für uns. Jetzt aber richtig. Bitteschön. Dahin. Nach außen. Mittig spielen. Drehen und jetzt vielleicht drauf. Aber wir werden dann auch gestoppt. Vom gegnerischen Spieler. Hier, nach außen. Und dann einfach mal drauf da. Oh, Latte. Hier. Oh, Mann. Oh, das ist echt zum Verzweifeln. Wo gibt es denn sowas? Wo gibt es denn sowas? Ich will nicht mehr. Dieser Fluch muss doch mal gebrochen werden. Dieser Fluch, es steht immer noch 0 zu 0. Immer noch. Aber wir hatten eine Großchance. Wieder. Aluminium. Ja, wir könnten eigentlich auch wechseln. Oh, Großchance für Magdeburg. Krass. Großes Glück, dass es hier nicht 1-0 steht. Für Magdeburg. Jetzt allerdings eine Chance für uns. Wenn wir nicht schon wieder den Ball verlieren. Oh, und dann bin ich selbst der Verursacher hier. Für diesen Einwurf. So, unser Ball. Das müssen wir strafen, aber schaffen wir nicht. Da war ich, glaube ich, zu hektisch. In dieser Situation. Es läuft nicht. Es läuft nicht rund. Doch, es läuft rund, denn wir spielen ja immer 0 zu 0. Keine Tore. Wieder einmal. Kommt mir bekannt vor. Eieiei. Und ich kriege die Gegenspieler hier auch gerade nicht gestoppt. Unser Torwart hält uns ins Spiel. Im Spiel. Viele Paraden. 7 Stück schon. Und ja, ich mache kein gutes Spiel. Jetzt eventuell. Aber ja, Steilpass heißt dann mal wieder, es kommt nicht an. Zum Mäusemelken. Ich glaube, ich sollte echt wieder auf Profi stellen. Weil dann passiert mal wieder was, aber. Ja, dann wäre es, glaube ich, zu einfach. Dann wäre es zu einfach. Und gerade. Oh Mann! Das. Warum? Warum passe ich den denn dahin? Da ist schon wieder die 80. Spielminute und. Ich habe keine Lust mehr. Weil ich einfach nichts gebacken bekomme. Und dann passiert mir sowas hier und dann steht es 1 zu 0. Also ein echtes Frustspiel gerade.
Ich kämpfe nicht gegen Magdeburg, ich kämpfe gegen mich selber, denn ich mache mir selber das Leben so dermaßen schwer hier. Und das ist teilweise so unnötig, meine Fehler hier, die ich mache. Und deshalb steht es immer noch 0:0. Wird wohl das dritte Spiel hintereinander mit 0:0. Eine Katastrophe. Also, jetzt brauche ich aber eine Möglichkeit. Und ja, komm. Bitte. Bitte, mach's. Komm schon. Oh! Das tat weh. Gelbe Karte. Und vielleicht können wir diesen Freistoß hier nutzen. Aber Fehlanzeige. Also, Torflaute. Komm, eine Möglichkeit noch. Vielleicht jetzt das 1:0 zu erzielen. Bitte. Oh nein. Das war ein Foul. Und da gibt es die gelbe Karte. Komm. Ist es möglich, hier ein Tor zu schießen? Nein. Auch dieses Spiel endet 0:0. Was soll ich dazu sagen? Also das dritte Spiel hintereinander, 0:0. Oh, das ist doch nicht mehr feierlich. Das ist doch nicht mehr feierlich. Drei Spiele, drei Punkte ist natürlich so eine Sache. Aber krass. Das ist wirklich krass. Dreimal hintereinander, 0:0. Angebot angenommen. Ja, vielleicht kriegen wir dadurch frischen Wind. Nehme ich gerne an. Also ich glaube, ich muss dringend etwas ändern. Unbedingt. Und deshalb... ja. Gucken wir mal. Aktuell ist das... also eigentlich möchte ich gar keinen Spieler mehr kaufen. Wir haben eigentlich genug. Also ich bin wirklich geschockt, dass auch dieses Spiel 0:0 geendet ist. Ist wirklich krass. Gut, ich überlege mal. Der neue Spieler zentral offensiv hat natürlich einen guten Wert. Wobei, das ist ja eigentlich... ja, Wagners Position. Wagner ist gerade ein bisschen geschwächt. Daher, ich lasse es erstmal so. Wir gehen zum nächsten Spiel und vor dem Spiel werden wir noch ein bisschen was ändern. Aktuell ist es Deutschland, werden wir uns nicht angucken. Und in der nächsten Folge, ja, spielen wir gegen Hansa Rostock. Und ich möchte dann unbedingt mal ein Tor machen. Endlich mal, ja, endlich mal treffen. Aber dreimal 0:0, das ist wirklich heftig und für euch natürlich auch sehr langweilig. Tut mir echt leid, echt eine Zumutung. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt fehlen mir sogar schon die Worte. Ah, bis dann, erstmal ciao.